In meiner Stadt, in der ich aufgewachsen bin, gibt es einen Mörder. Sieht ihr den Herzlfresser mit seinem Opfer? Es wurde gemordet. Aber der junge Mensch hat ja die Herzen gefressen. Ja, das war echt ein Mörder. Wenn er 7 Herzen für Jungfrauen ist, dann kann er sie unsichtbar machen. Jetzt geht es in den Wald, dorthin, wo der Herzlfresser gemordet hat. Ich möchte eine kleine Challenge machen für euch. Und zwar 10 Minuten im Dunkeln. Es ist jetzt schon mega unheimlich. Eine Höhle und ich hab... Dich verfolgt irgendwas oder irgendwer ist hinter dir oder vor dir und so. Was ist das da? Verbringen wir ein bisschen Zeit mit dem Herzfresser in der Dunkelheit. Das ist echt keine gute Idee, hierher zu kommen heute. Ah, ah, voller Blut. Ah. In meiner Stadt, in der ich aufgewachsen bin, gibt es einen Mörder, der mich schon mein ganzes Leben lang verfolgt. Man könnte fast sagen, er ist der österreichische Jack the Ripper. Heute werden wir uns ihm stellen und seine unfassbare Geschichte der Öffentlichkeit erzählen. Es geht um den sagenumwogenen Herzfresser von Kindberg. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Typ hat nämlich junge Damen umgebracht und dann ihre Herzen gegessen. Das ist alles nach einer wahren Begebenheit, also eigentlich True Crime. Und ich erzähle euch jetzt die Fakten dazu. Eine der schrecklichsten Mordserien der Steiermark, das ist in Österreich, fand zwischen 1779 und 1786 in der Region Kindberg statt. Ein 30-jähriger Knecht tötete 6 Frauen und aß von 2 das Herz. Ein weiterer wichtiger Grund, warum ich dieses Video überhaupt mache, ist, dass diese Geschichte mich einfach schon mein Leben lang beschäftigt. Ich habe schon in Volksschulzeiten über den Herzlfresser gelernt und es war immer wieder einfach ein Thema, das sehr präsent in der Stadt war. Es war natürlich schrecklich, aber genauso irgendwie faszinierend. Und darum möchte ich euch heute zeigen, was die Stadt darüber zu sagen hat. Das bedeutet, wir werden in der ersten Hälfte dieses Videos ein paar spannende Leute befragen, die uns Sachen über den Herzlfresser erzählen werden. Und in der zweiten Hälfte gehen wir selbst dorthin, wo der Herzlfresser gemordet hat. Im Wald. In der Stadt gibt es ein Denkmal, ein sogenanntes Martal, genau an dem Ort, wo der Herzlfresser seine Morde begangen hat. Und das Allerbeste für euch und Allerschlimmste für mich ist, dass ich heute dort in der Nacht hingehe. Was für mich persönlich eines der schlimmsten Dinge ist, die ich in meinem Leben tun könnte. Und ich habe es bis jetzt auch noch nie gemacht. Rest in peace. Also, ich wünsche euch viel Spaß dabei, wie ich eine der schlimmsten Nächte meines Lebens haben werde. Und damit willkommen zur Dennis Zinner Show. Ich befinde mich jetzt gerade in der wunderschönen Fußgängerzone von Kindberg und bin gleich zu Gast geladen beim Bürgermeister der Stadt. Der wird uns ein bisschen mehr über den Herzlfresser erzählen und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp geben, was wir uns genau im Wald anschauen können. Servus. Den nochmal testen, ja? 1, 2, 3. Ja, Bürgermeister Christian Sander, bin da geboren in Kindberg und ich wohne eigentlich einigermaßen in der Nähe dort am Kreuzer. Und früher sind wir viel wandern gegangen als Burm und aus dem Grund kenne ich das ganze Gebiet eigentlich recht gut. Und als Bürgermeister hat man immer so 2 Zugänge. Der eine Zugang ist der, dass ich eigentlich als Jugendlicher schon über die Schule und das Elternhaus erfahren habe, über diesen Paul Reininger, über den sogenannten Herzlfresser. Ist natürlich gruselig faszinierend. Es ist eine gewisse, sage ich mal, im negativen Sinne Faszination dabei, was eigentlich passieren kann mit einem Menschen. Tatsache bleibt, es wurde gemordet. Es passieren halt Dinge auf der Welt, die sind so. Es gibt überall schwarze Schafe und es gibt viel Gutes zu erzählen. Gott sei Dank kann man über unsere Stadt nicht nur einen Herzlfresser erzählen, sondern auch, dass es einen Sumpfbaum gibt, dass es Arbeit gibt, dass es glückliche Menschen gibt und die Leute halten zusammen. Und das ist, glaube ich, wichtig und das freut mich heute als Bürgermeister. Wir sind jetzt beim nächsten Stopp angekommen und zwar ist das hier das Restaurant meiner Eltern. Und da drüben sitzen schon meine Interviewpartner. Ich bin schon gespannt, was die alles zu sagen haben. Ja, grüß Gott, also der Herzlfresser. Okay. Ja, aber der junge Mensch hat ja die Herzen gefressen. Ja, genau. Und eine Höhle geworden. Eine Höhle? Eine Höhle, ja. Schon gerne. Ja, ja. Höhlenreich geworden, ja, da hat er die Menschen. Ja, war ein Charme, was auch gehabt, dann denke ich mir so. Weil sonst halt die Mädchen nicht mitgegangen. Ja, sag ich, du, hast du jetzt aufgegessen? Wird sicher so sein. Okay, was gehört, wenn ich jetzt da aufgehe? Kinder haben ja auch lange die Höhle gesucht. Und ich glaube, vor 2 Jahren ist es ausgeputzt. Ja, können wir vielleicht die Kinder irgendwie fragen, wo die Höhle ist oder so? Der Dennis hat eine Frage an dich. Hallo? Du, ich wollte fragen, wo ist denn die Herzlfresserhöhle?
Sonne scheint und es geht jetzt für mich nochmal in die Stadt, wo wir noch ein paar weitere Leute befragen, bevor wir dann auf den Berg nach Kindberg fahren, wo mein letzter Interviewpartner wartet. So, zu meiner Zeit war in der Schule immer Pflicht, dass man die Geschichte von Herzlfresser gelernt hat. Wenn man zum Beispiel in die NMS oder in die ehemalige Hauptschule gegangen ist, dass der eigentlich immer am Herzlfresser, weil ich einen Wandertag habe. Genau dort, wo dieses Martel steht, ist eigentlich ein bisschen so links und rechts mit Waldstücken und so. Man dann auf diese Lichtung hin war, wo er da einen Mord einmal gemacht hat, wo dieser Bauernhof ist. Ist ein wunderschönes Stück eigentlich. Ja, da wie ein Martel selber auch gemordet. Ja, ich glaube, ja, in dem Bereich war auch ein Mord. Mystischer Wanderweg. Wir haben als Buben, wenn wir jung waren, immer gesagt, wir gehen mit den Mädels dort auf wie spazieren, aber wir müssen immer dabei sein, weil gar kommt der Herzlfresser und so können wir es beschützen. Ich bin jetzt hier oben am Berg angekommen, nur leider ist mein Interviewpartner nicht da. Seine Frau war so nett und hat sich dazu bereit erklärt, ihn irgendwo zu holen, weil er gerade im Wald am Arbeiten ist. Also hoffe ich, dass ich ihn noch erwische und bis dahin werde ich hier ein bisschen warten und mich hier mit meinen neuen Freunden vergnügen. Oder grüß Gott. Wenn Sie über das Bölzlobby fahren, nicht zu den Bauernhöfen, da war ein Knecht. Der war so ein Kartenspüler und er war sehr obergläubisch nicht, und trunken hat auch gern. Da haben sie ihm eingeredet, nicht, wenn er 7 Herzen für Jungfrauen ist, nicht, kann er sie unsichtbar machen beim Kartenspielen. Bei der 6. haben sie ihn noch erwischt. Die hätte sie ihn heiraten, ich weiß nicht, oder jedenfalls den Kranz, was er gehabt hat, den haben sie noch in seiner Truchen gefunden. Nicht. Ich glaube, ein paar Leichenteile auch haben sie geschockt, nicht, haben okay. Sie mir erzählt. Und durch das haben sie ihn erwischt. Das ist eigentlich das, was ich für die Vorfahren weiß. Nicht? Das haben wir alle Tag vom Martel vorbeigegangen. Vom Schulgeld. Nicht? Ist das für sie nie unheimlich gewesen, im Wald irgendwie unterwegs zu sein? Nicht. Oder wir so? Sind das gewohnt geworden, wir sind da aufgewachsen. Ja, ja, sicher. So, ich habe alles zusammengepackt, die Interviews sind alle toll gelaufen. Jetzt geht es als nächstes in den Wald, dorthin, wo der Herzlfresser gemordet hat. Und das Ganze natürlich bei Nacht. Die einzige Sache, die jetzt noch fehlt, ist... Ein Schnitzel. Aber ernsthaft, das könnte ja mein letztes Abendmahl sein. Also, Mahlzeit. Hilfe! Hilfe! Hast du noch letzte Worte für mich, bevor ich alleine reingehe in den Wald? Pass auf, Abdi! Nicht, dass er kippt! Und hol er dich! Ich bin jetzt am Fuße des Herzlfresserweges. Wie wir gehört haben, gibt es im Wald auch einige Höhlen. Also werden wir zuerst diese Höhlen suchen und dann geht es weiter zum Herzlfresser-Martel. Zum Weg sind es jetzt... Stop it, geh zum Herr. Ich schätze mal so 40 Minuten bis zur Höhle. Nach der Höhle geht es dann wieder zurück zum Herzlfresser-Martel. Und ich habe mir eine tolle Geschichte überlegt. Der Wald im Dunkeln alleine ist natürlich nicht gruselig genug. Ich möchte eine kleine Challenge machen für euch. Und zwar verbringe ich 10 Minuten direkt am Martel im Dunkeln. Und ihr kommt mit. Jesus Christ. Alter. Hier ist dieses Bauernhaus, von dem die Frau vorhin geredet hat. Das ist irgendwie schön hier, aber genauso creepy. Wie soll ich den Baum an? Hallo Baum. Voilà. Das sieht aus wie von Sinister. Wo ist denn die Herzlfresserhöhle? Da gehst du bei dem Bauernhof vorbei, da kommt so ein kleiner Hui weg. Okay. Und dann ist der ganze brave Straße. Okay. Und da musst du dann rechts umqueren und da ist dann irgendwann einmal ein Einstieg, aber man sieht den fast gar nicht. Blut ist kein Inversoft. Herzlfresserhöhle, wo bist du? Ich bin jetzt hier irgendwo mitten im Wald und es wird immer dunkler, aber ich habe die Höhle gefunden. Also gehen wir darüber. Ungefähr auf der Seite da, irgendwo ist die Höhle und ich zeige sie euch jetzt. Vielleicht können wir auch reingehen, mal gucken, aber jetzt gehen wir mal darüber. Creepy as hell. Hallo? Fun Fact, ich habe die Höhle gerade verloren, aber danke Google Maps, ohne Sponsoring. Ich habe sie auf meinen Maps markiert und darum weiß ich jetzt, wo sie ist. Schaut, da ist auch irgendwas. Oh mein Gott. Da ist auch irgendwas. Sieht nach so einer Marderhöhle aus. Da bin ich vorhin vorbei. Scheiße. Herzlfresser, wie bist du hier reingekommen, ja? Das muss sie sein. Okay, ich bin jetzt hier bei einer Höhle, die ich gefunden habe. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das ist, aber ich zeige sie euch mal. Hier, da geht schon ein Stückchen rein und wie die Leute... Oh, Alter! Ich gehe jetzt mal hier den Weg noch so ein bisschen auf und ab.
Und wenn ich die Höhle dann nicht finde, dann weiß ich es auch nicht. Falls jemand zuguckt und weiß, wo die Höhle ist, bitte kommentiert es. Vielleicht mache ich noch einen anderen Teil darüber. Ich glaube, das war's für mich. Es ist schon dunkel und das bedeutet 10 Minuten alleine beim Herzlfresser. Es ist jetzt schon mega unheimlich. Wir sehen uns gleich. Gut, ich war jetzt gerade beim Herzlfresser oben. Also ich war bei seiner Höhle und Ich denke sie die ganze Zeit, dich verfolgt irgendwas oder irgendwer ist hinter dir oder vor dir und so. Aber jetzt haben auch noch die Kirchenglocken zu läuten angefangen. Mega. Was ist das da? Ist das Licht? Da drüben ist jetzt nochmal dieses Bauernhaus. Was ich vorher gar nicht bemerkt habe, Leute, ist das hier einfach der voller Blut. Oder? Bro. Es wäre einfach so crazy, wenn ich jetzt so hier in die Stadt komme und eine Doku drüber machen will. Und eigentlich ist das so voll die Verschwörung hier. Die ganze Gemeinde weiß davon Bescheid und jetzt kommt irgendwer in der Nacht und jagt mich oder so, weil ich hier alleine durch den Wald gehe. Gar keine gute Idee, sowas gerade zu sagen, aber ja. Es gibt hier wieder zwei Wege. Einmal den da runter und einmal gibt es auch den weiten da, aber ich muss da hin, wenn ich zum Herzlfresser will. Boah, mega hell hier. Alter. Hier ist irgendwer, Leute. Irgendwas passt hier gar nicht. Okay, seht euch mal das an. Seht ihr das? Was ist das, Mann? Was ist das? Das war echt keine gute Idee, hierher zu kommen, Leute. Da macht sich jemand einen Scherz mit mir. Das Martal ist hier. Also, wir sind schon angekommen. Hier könnt ihr sehen, was passiert ist. Und zwar hier im Wald seht ihr den Herzlfresser, den Paul Reininger mit seinem Opfer. Und hier ist nochmal eine Geschichte, was da alles passiert ist. Ich habe natürlich ein Foto für euch gemacht, das kommt jetzt. Ihr könnt gerne auf Pause drücken. Und damit hätte ich gesagt, verbringen wir ein bisschen Zeit mit dem Herzlfresser in der Dunkelheit. Okay. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. Ich stelle jetzt meinen Wecker ein und los. Da ist gerade wer vorbeigerannt bei mir. Das ist kein Scherz. Mann, jetzt merke ich richtig, ich bin so durchgeschwitzt. Verstehe nicht, wie der Typ da die Frauen raufgebracht hat in der Nacht. Es ist so eine richtig hässliche Atmosphäre hier. Es fühlt sich so richtig erdrückend an. Boah. Okay, ich glaube, das war genug für einen Herzenfresser und für mich. So. Tschüss, Herzenfresser. Bleib da, begleit mich nicht. Das, was du getan hast, ist Vergangenheit. Und ich will damit auf keinen Fall mehr was zu tun haben. Ich gehe jetzt nach Hause. Das heißt, der Papa muss irgendwo da sein. Wir sind jetzt am untersten Teil vom Weg angekommen. Und da unten steht auch schon das Auto von meinem Vater. Der sollte hier auch irgendwo schon auf mich warten. Also, hey, servus, bist du da? Ja, sicher. So, meine Freunde, das war's mit dem Herzlfresser. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann vergesst nicht, ein Abo zu machen. Wäre schade, wenn ihr es nicht macht und wir uns dann nicht mehr sehen. Und lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert gerne, was ich als nächstes machen soll. Bis dahin, peace, euer Dennis in der Dennis Zinner Show. Bye.